So, unsympathisch TVs, unerforschte Nase. Da habt dein Cringe mit Reefed animiert, kommt nächste Woche online. Blue Dolph, Kuss auf dein Auge, Bro. Ich freue mich drauf. Danke, Dön. Hilfe! Dankeschön. Konzept legendär und die Kids wollen mehr. Das ist schon mehr. Von den Zapfsoff. Oh, geil. Ah, ja, das war doch die Stelle, die wir nicht sehen sollten, oder? Nein! Oh, Bruder, wie lange geht denn das? Oh, oh. Du kannst ja mal die anderen fragen. Yeah. Bitch, ich fahr nem. Einfach anschreiben, oder? Oh. Henry, was geht? Oh, dieser Arsch, Digga. Oh. Bro, ganz ehrlich, ich glaube, wenn Monte so ein bisschen noch Ass trainieren würde, nur so ein bisschen so ein-, zweimal am Tag so, wenn Monte so ein bisschen trainieren würde, so Squats und so ein paar, so Stegi, Bad Dragon, so mäßig, wisst ihr, dann, deutsche Pamela Reif! Oh. Henry, danke für den Resub. Kuss. Yo, wir können Flugzeug fliegen, Freunde. Ich schwöre, ich flieg zum ersten Mal hier Flugzeug. Wartet mal. Ein Krokodil? Oh mein Gott, wir sind so alike. Heirate mich. Ja. Supermarkt? Komodo Voran? Koran? Die sind doch nicht so groß. Stell dich vor, es wäre einfach normal, dass man mit seinen Homies rummacht. Und wir würden immer so rummachen als Begrüßung anstatt so ein Handshake. Kevin, ich weiß jetzt gar nicht, was du erzählst. Das ist doch genau das, was passiert, wenn wir uns sehen. Wir machen rum. Auf Normalbasis. Wäre überfresh. Ich fänd's auch geil. Ganz ehrlich, ich fänd's so cool, wenn Homies einfach sich gegenseitig anwanken würden. Wenn man sich einfach mal so aus Korrektheit, man wankt sich einfach gegenseitig ein. Wisst ihr, was ich meine? So, es hätten ja alle was davon. No joke. Es hätten doch alle was davon. Zack, zack, sich gegenseitig anwanken. Easy. So, fucking love is love. Man braucht gar nicht nur Homo sagen. Einfach mal anwanken gegenseitig. Ist doch fein. Ist doch fein. Einfach so zur Begrüßung so, yo, was geht? Und einfach dem anderen einen wanken. Warum denn nicht? Warum denn nicht, oder Chat? Oder? Ne? So. Also. So nämlich. Genau. Ja. Juju, zu abgehoben, um Prime-Subs vorzulesen? Oder warum wurde ich seit 13 Monaten kein einziges Mal vorgelesen? Brudi, ich sag dir auch so, auch die nächsten 13 Monate wirst du nicht vorgelesen. Du hast ihn gerade vorgelesen. Ich hab noch einen Adblocker drin. Wieso ist trotzdem? Ich hab letztens mit euch Adblocker reingemacht. Wieso macht er denn die Werbung jetzt? Oh, ich bin überfordert, Leute. Ich bin überfordert. Warum macht er mir das trotzdem rein? Ach, das ist gar keine Werbung. Ach so. Denkt ihr, ja. irgendein Streamer, ja. der keine Face gemacht hat, schon mal nackt gestreamt? Ich hoffe nicht, Hugo. Ich hoffe nicht. Safe, oder? Oh, ey, no joke. Boah, so geile. Was hab ich da an den Füßen, Digga? Ist das scheiße? Oh, ich glaube, das ist ein Stück Pizza vom Tag davor. Bah, Digga, Kevin, du bist so widerlich, Bro. Du bist so widerlich, Diggi. Die haben sich danke gesagt. Das frage ich mich halt so, weißt du, Digga, wenn mir einer 2 Euro donatet, okay, ist noch, kann ich gerade noch überstehen, aber donate einer 10 Euro, ich könnte nicht, also halt. Digga, der Punkt ist, dass die Leute irgendwie, also ich Digga! Try 95.000. Was kostet der normale? Oh nein, Chris Reinstecke mal wieder. Fritz Meinecke, aka Chris Reinstecke. Oh baby, let's go. Und rein in die Masse. Was, Pornhub? Ja klar, hier wird fleißig gearbeitet, wenn der Stream offline ist. Ja so genau, da wird gewichst, also. Komm schon, Zoba. Okay, super, reparti, BG. Oh nein. Oh Baby, jetzt kommt Knossi. Weniger Pornos schauen, Bruder, daran liegt's doch nicht gut. Elotrix Bad Wuchs ist wie der Berliner Flughafen einfach unvollständig.
Ey! Was soll denn das hier für ein Front? Bruder, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meinem Bart. Diesmal so, andere ja. haben gar kein Board, Digga. Ich freue mich, den wirklich nie wiederzusehen. Junge! Tobias Goschütz! Dicker, ohne Nachricht, ohne alles, einfach 20 Euro rausgedrückt in mein Arschloch rein. Mann, ich will nicht so reden, ich will nicht so fäkal reden, um auch bei den Frauen einfach mal den Eindruck zu machen, dass ich auch wirklich ein Lieber sein. Also wirklich, ich kann auch so richtig zärtlicher sein, so mit Wange streicheln. Voll och, schön. Oh, es wird alles gut. Oh, dann würgen und dann ficken! Wange streicheln. Och ja, es wird alles gut. Oh, dann würgen und dann ficken. Ah, dann würgen und dann ficken, ja! Alter, Junge. Scheiße, Kilian. Mann, ich kann einfach nicht, ich kann nicht anständig sein. Wie viele Zahlen hat das Alphabet? Oh. Gott. Wie viele Zahlen hat das Alphabet? Das Alphabet hat 19, oder? 24. Ja. 26. Schippiki Ficki, Dankeschön für 215 Bits. Vielen Dank für die Unterstützung, vielen Dank, das geht in mein Herz rein. Und Tobias Geschütz, danke schon auch für deine 20 Euro, das geht auch in mein Herz rein. Ihr denkt so, hey, er macht so auf diesen Ehrenspruch, danke, das geht in mein Herz rein. Das ist einfach der Herzschrittmacher, den ich mir gerade finanziere. Gute Besserung, Bro. Mann, das ist gar nicht lustig! Ich habe eventuell gerade den Griff hier angefasst und mir komplett die fucking Hände verbrannt. Shashuka! Alter, Junge! Andere. Der ist so dumm, der ist so, also, der ist so blöd, ist so, so, so blöd. Ah! Fuck! Genau das. It's Friday. Digga, das ist, ey, das war. How could this happen to me? Schade, Benny, Benny? Ich habe vor 2 Wochen auch einen PCR-Test gemacht, okay? Mhm. Ich komme da an, so der Typ kommt und so ans Auto ran, fährst du unten und er macht so das Stäbchen, okay? Und er ist 20 Sekunden in meinem Rachen drin. Ich denke so, oha, wie lang noch, Bruder, chill. Dann fährt er in meine Nase rein und nicht nur, dass eure Kommentare über meine Nase nicht reichen, er sagt original zu mir, oh, bei ihm ist aber übereinfach. Guck mal hier, Chat. Seht ihr das? Das Nasenloch. Oh, da ist Popel drin, Moment, ich mach kurz weg. Das Nasenloch. Bruder, geküsst von Gott, das hier, richtige Missgeburt. Immer wenn die mich fragen, wo soll ich Stab reinstecken, sage ich ins große Nasenloch. Ich war heute Morgen da, PCR-Test, der Stab ist doppelt so dick wie vom normalen. Die ist hier, in das Nasenloch ist sie reingegangen, in das hier, in das kleine jungfräuliche Nasenloch, hat sie diesen PCR-Test richtig reingeschoben, mit Hass, ohne vorher Vorspiel, ohne mal... draufspucken oder eincremen. Nein, die ist wirklich da so. Und ich schwör's euch, mich kribbelt's jetzt hier noch im Stammhirn, Digga. Mich kribbelt's jetzt noch im Stammhirn. Ich schwöre, ich habe eine Nase wie von einem Boxer. Nur habe ich nie auf die Fresse bekommen. Ich bin einfach so geboren worden. Ich werde mir irgendwann, bei Gott, werde ich mir meine Nase operieren lassen. Es kotzt mich so an, Digga, dass die so unförmig ist, Bro. Wie kann man sowas produzieren? Sascha, halt dein Maul. Du siehst zwar aus wie eine Google-Nase, Digga. Du siehst aus wie eine Google-Nase, aber bei dir ist wenigstens gerade... Bei dir ist gerade, Bro. Ich krieg hier nicht mal mehr Luft auf dem Nasenloch. Du bist ein Staubsauger mit deiner Nase. Du bist ein Staubsauger. Junge, das ist doch unfair, Alter. Einfach weggepömpelt bin ich worden. Urwehrverlag, Dankeschön. Perfekt, Bruder. Was für eine Höhle. Schaut euch das an. Unglaublich. Mit der Mission herauszufinden, ob dies die größte Höhle der Welt ist. Ja. Wieder mal kein Konzept, Videos, die keiner check die Klicks, ich mach Memes für die Kids. Stecke so viel Arbeit in die Videos. Stecke so viel Penis in. Was sieht man das? Fühlt man das? Aktiviert die Glocke, damit ihr auch nichts verpasst. Meine Clips, so ein geiles Produkt. Täglich neue Videos, denn ihr kriegt nicht genug. Okay,